Das ist sie also, die erste neue Maxi, die komplett unter der Regie von Delphia aus Polen gebaut wurde. Gezeichnet wurde die 1200 aber wie alle früheren Maxis auch von Pelle Peterson und dessen Handschrift ist eindeutig erkennbar. Trotz moderner Linien bietet die junge Polin beispielsweise ein hohes und bequemes Sill, welches das Cockpit schützt. Peterson hat seinem neuesten Werk ein einhandtaugliches Layout geschenkt, zu dem auch die zentrale elektrische Winch mit 4-Funktion zählt. Spielend einfaches Trimmen und leicht von der Hand laufende Manöver sind die Folge dieses gut durchdachten Layouts. Bei den Segelleistungen stimmt alles, bis 8 Knoten und der Gennaker waren drin. Dabei segelt die Maxi stets sicher und kontrolliert. Lediglich ein Wendewinkel von 90 Grad ist etwas enttäuschend für eine Yacht dieser Klasse. Engere Schotwege würden Abhilfe schaffen. Unterdeck bietet die Maxi einen hochwertigen Teakausbau mit reichlich Platz und überzeugenden Details. Die Eigner-Version hier oben im Bild kommt mit einer sehr großzügigen Nasszelle, wobei Zelle hier eigentlich fehl am Platz ist. Und der Preis? Für rund 219.000 Euro kann man lossegeln. Das Überraschende, schon für dieses Geld hat man fast jeglichen Komfort an Bord, den es für einen entspannten Turn braucht. Vom Bugstrahlruder über den zweiten Kühlschrank bis hin zur elektrischen Großschotwinch und der Carbon-Bugnase. Und wenn man diese Komponenten mit einbezieht, ist die Maxi 1200 sogar eine der günstigeren Varianten in der Klasse der Exklusiven. Der Testbericht ist jetzt in der Yacht 13 2015 nachzulesen.